Hallo, liebe Satja, ich bin in Stimmung für noch ein Video. Ich Ja, ganz überrascht, weil du musstest doch heute so früh aufstehen und jetzt bist du schon in Stimmung für inhaltsschwere Videos. Das ist toll. Ja, ich kann dann schnell ja immer in die Laune Ja, kommen. ganz offenbar, sehr bewundernswert. Ja, Also uns ein Thema, das beiden, uns beiden am Herzen liegt. aber sowas von, das liegt dann nicht nur, das drückt da so richtig, ne, am Herzen. Liegt auch auf dem Kopf. Ja, genau. Ja. Dann ist dieses Wort psychosomatisch. Oh Gott, ja. Ja, das ist deshalb, also wenn man das jetzt so hört und von Trauma noch nicht so viel Ahnung hat, dann wird man sich wundern, was soll denn an dem Wort psychosomatisch eigentlich problematisch sein? Das ist doch gängig, das kriegt man auch als Befundung in jeder Hausarztpraxis und so richtig wohl fühlt man sich vielleicht nicht, weil da ja immer ein bisschen mitschwingt, dass man vielleicht einen Sprung in der Schüssel hat, wenn es einem wehtut und es ist dann nur psychosomatisch. Aber irgendwie wird es kaum hinterfragt, dieser Begriff, und man gibt sich damit zufrieden und er durchzieht Fachliteratur, er durchzieht Videos, er durchzieht Vorträge, dieser unsägliche Begriff, er findet sogar in Predigten Einlass. Also ich höre ja mitunter Eugen Drewermann und auch er benutzt das Wort Psycho, Gott, jetzt kriege ich schon selber nicht mehr zusammen. Mal. Psychosomatisch, Ja. genau. Sollen wir es erstmal zerlegen, linguistisch? Oh ja, bitte. Ja, ach so. Jetzt weiß ich die Grundform nicht, aber Psyche ist ja die Seele. Genau. Somatisch Als kommt der von Soma, Körper. der Körper. Ne? Ich Genau. wusste nicht, ob die Grundform der Nominativ Soma ist. Das weiß ich auch nicht. Das Ja. lassen wir jetzt einfach mal Jedenfalls kommt das dahingestellt. vom Körper, also somatisch kommt von einem Hauptwort, was Körper heißt. Jawohl. Und wenn Meine man. Hausaufgaben nicht vernünftig gemacht, weil es jetzt zu so plötzlich war. Ja. In Ordnung. Ja. Und wenn man also sagt psychosomatisch, dann meint man damit, dass die Psyche krank ist, dass es der Psyche schlecht geht und dass deshalb der Körper Symptome ausbilden muss. Das heißt, da ist eine ganz eindeutige Reihenfolge. Die Psyche wird dafür verantwortlich gemacht, dass der Körper Beulen kriegt oder Entzündungen kriegt oder sonst wie krank wird. Und wenn man aber sich über das autonome Nervensystem informiert und wenn man ein bisschen mit der Traumaheilung sich vertraut gemacht hat, dann lernt man ja, dass es der Zustand des Körpers ist, der Gedanken und Gefühle hervorbringt. Also es ist der Körper, der mit der Psyche zwar wechselwirkt, aber die Psyche ist heil. Es ist der Körper, der aufgrund der Dysregulation des Nervensystems die unterschiedlichsten somatischen Beschwerdebilder hervorbringt. Und das wird mit diesem Wort psychosomatisch nicht abgedeckt, weil da ist die Bedeutung eben wirklich so, mit der Psyche ist irgendwas nicht in Ordnung, also geht es dem Körper schlecht. Das ist natürlich eine Wechselwirkung. Wenn Psyche ist gleich Seele, einen schlechten Körper aushalten muss, dann wird das die Stimmungslage natürlich dämpfen. Und eine gedämpfte Stimmungslage sorgt dann für weitere somatische Beschwerdebilder. Das wechselt oder wechselwirkt. Aber am Anfang dieser Kette steht der Körper. Und das kommt in dem Wort psychosomatisch eben leider überhaupt nicht zum Ausdruck. Und deswegen ist das so missverständlich. Ja, und bevor wir mit unserer neuen Schöpfung kommen, müssen wir noch mal was sagen. Also jetzt wird ja verwechselt, also Psyche heißt im Griechischen Seele, ne? Jawohl, Dieses ganz genau. und dann gibt es ja im Lateinischen Spiritus, ne? Und im Englischen und Deutschen Geist, Ghost. Und das Ja. finde ich ganz wichtig, dass jede Sprache sozusagen für etwas Unsichtbares, was zu uns gehört, ein Wort hat, ja? Ja, genau, Und ganz im genau. Deutschen haben wir das so gemacht, dass wir halt was Geist und Spiritus, das nehmen wir, also Spiritus ist bei der Religion so, ja, und Geist ist geistig, das ist auch entweder in der Religion oder in der Literatur oder Poetik oder auch Literaturwissenschaft oder Uni, ja, sowas geistige Fähigkeiten. Und Psyche wird ja reserviert im Deutschen für das Medizinische. Und Ja. da sagt man dann nicht, und die Leute haben nicht den Bezug zwischen Psyche und Seele, sondern denken, Psyche ist das, was uns ausmacht im Gedanklichen, ja? Also Und das das krank werden und kann. ja, Ja, also unsere Gefühle genau. und Gedanken. Und da wird eben immer wieder gesagt, er ist psychisch krank. Jawohl, Und ganz das genau. finde ich Das so geht wichtig zu nicht. unterscheiden. Nochmal, wir haben das in irgendeinem Video gemacht, aber da wir sind uns, glaube ich, einig, dass
dass es manchmal Krankheiten gibt, die seelischen Ursprung haben. Das heißt, unser Seelenauftrag ist, eine bestimmte Krankheit vielleicht zu erfahren. Das ist aber was ganz anderes. Weil das nämlich trotzdem heißt, dass die Seele absolut heil sein kann. Genau, das heil ist die Seele ist. Ist heil und wir kriegen eine Aufgabe. Ja? Ja. Und kann man dran glauben oder nicht, das ist egal. Aber mit unserem Tagesbewusstsein sind wir mit unserem Körper hier. Und da ist der Körper krank, weil der das Trauma speichert. Und Ganz, da ganz. ist das, was in der Medizin Psyche genannt wird, das gibt es so in der Form, würde ich sagen, gar. Ja, Also, genau. das ist, wenn überhaupt, sind es unsere Gedanken und Gefühle und die werden halt, wie ich von dir gelernt habe, durch den Körper Ganz gesteuert. genau. Und das zieht sich wirklich durch, weil wir sind eben so, wie du sagst, psychisch krank und wir bekommen Psychotherapie und wir Ja. bekommen Psychopharmaka und gehen in psychische Einrichtungen oder Einrichtungen, die auf die Psyche spezialisiert sind. Genau. All das steckt in diesem Wort psychosomatisch drin und Genau. deswegen ist das nicht einfach nur ein bisschen ungenau oder Nein. so, sondern es ist falsch. Es ist falsch und es basiert auf einer ganz falschen Annahme. Ja. Genau, und wir wissen, wie Sprache unser Denken beeinflusst und wir wissen, wie Sprache unser Fühlen beeinflusst. Und deswegen finde ich es wichtig, sich nicht nur über solche Begriffe zu echauffieren, sondern zu versuchen, sie entweder zu vermeiden oder in eine andere Formulierung zu bringen. Und da Ja. habe ich ja dich um Rat gefragt, weil du als Linguistin einen gründlicheren Zugang hast zu Wortneuschöpfungen, als das mir möglich ist. Und mit dieser Bitte hatte ich mich ja dann an dich gewandt und du bist ja auf eine sehr interessante und schöne Idee gekommen, wie ich finde. Ja, somatomental. Somatomental, genau. Ja. Da muss man sich sicherlich ein bisschen dran gewöhnen. Mir kommt gerade eine ganz unpassende Analogie. Ich glaube, es gibt ein Geschirrspülmittel, das Somat heißt. Gibt es leider. Das kann ich bestätigen. Aber man sagt ja auch in der Medizin, er somatisiert. Ja? Also dann Und da denkt man auch nicht an den Geschirrspüler, ne? Also könnte man denken, wenn man wollte, aber eigentlich innerhalb dieses Bereiches, wo solche Ausdrücke benutzt werden, ist somatisieren ein Ausdruck. Und somato ist eben, das gibt es, es gibt im Englischen den Begriff somatopsychic, das heißt, kann man in vielen Lexika nachgucken, kann ich auch gerne verlinken. Da ist schon das Konzept da, dass der Körper Ja. die Gedanken krank macht. Lass uns das gerne verlinken, weil es gibt ja doch Menschen, die sehr ambitioniert sind und die sich auch für Sprache interessieren. Und damit die dann nicht denken, wir sind gerade vom Adventsfieber zerfressen und sind nicht so ganz Herr unserer Sinne, da kann dann so ein Link Ja. vielleicht nochmal eine schöne Grundlage sein. Ja. Also somatopsychic oder somatopsychisch, das Konzept gibt es, wo eben festgestellt wird, im Körper ist was abgespeichert oder der Körper hat was. Und ich meine, ganz grob kann man ja sagen, wenn ich Schmerzen habe, habe ich blödere Gedanken. Natürlich kann jeder für sich bestätigen. Und es ist natürlich auch wahr, dass wenn ich eine scheußliche Geschichte lese und traurig bin, dass ich mich dann körperlich schlecht fühle. Das stresst Natürlich. mich nicht ab und ich auch nicht. Sondern es die Sache übersieht, diese Konzepte übersehen, dass eben Trauma im Körper abgespeichert ist und da was macht. Und Genau, und dann kommt eine Wechselwirkung, ne? ja, genau. Der Körper ist in der Dysregulation. Aufgrund der Dysregulation gibt es negative Gedanken und negative Gefühle. Und diese negativen Gedanken und negativen Gefühle beeinflussen das Wohlbefinden, also da könnte man sagen, beeinflussen die Psyche, das psychische Erleben, das emotionale Erleben, was dann wiederum mit einer Erschwerung des somatischen Zustands korreliert. So, also es wechselwirkt, aber der Anfang ist der Körper. Und deswegen ist dieses somatomental, glaube ich, eine ganz gute Schöpfung. Und es wird sicherlich gewöhnungsbedürftig sein, auch natürlich auch für mich selber, nicht in diese ausgefahrenen Schuhe wieder einzusteigen, die da die alten Worte wieder benutzen wollen, nämlich psychosomatisch. Und somatomental einzupflegen in den aktiven Wortschatz ist sicherlich Arbeit, aber ich glaube, das ist die Mühe wert, weil es eine Richtigstellung bedeutet. Das ist keine Haarspalterei oder kein, ach, es könnte doch noch schöner klingen, sondern es ist tatsächlich eine Richtigstellung eines Vorgangs. Und deshalb ist mir das so, so wichtig, von diesem anderen Begriff runterzukommen. Ja, und dieses somatopsychisch ist auch ein guter Begriff. Also da muss man dann nochmal gucken.
Also bei der Psyche, da denkt man ja so mehr an also Gefühle und Gedanken, die mit Gefühlen zu tun haben. Und mental Ja. ist ja ganz oft so das sehr Kognitive. Ja, das stimmt. Das Und könnte so. deswegen, und es gibt keinen Ausdruck, der so bei, also der sozusagen somatopsychisch und somatomental kombiniert. Und ich finde tatsächlich, dass wir oft nicht fein genug unterscheiden zwischen diesen rein körperlichen Empfindungen, also es brennt oder es kribbelt oder ich habe einen Druck, ja, oder ich fühle mich angespannt, also wenn ich sage, ich fühle mich angespannt, also so wie unter, also elektrisch oder so, so richtig, das ist ja eine Körperempfindung. Ja, genau. Dann kommt, oh, ich bin doof oder ich habe Angst, das ist ja das Gefühl. Ja. Dann kommen die Gedanken, ja, ich mache das ja immer falsch und ich habe ja wieder Genau. verkackt. Das sind das und da kann man diese drei Ebenen sehen, ja, und Ja. die werden oft nicht auseinandergehalten. Und dann kommt der reine Körperzustand. Und Ja. da ist ja tatsächlich, scheint da ja, also diese Körperempfindungen, die wir wahrnehmen, die sind ja was anderes als das gespeicherte Trauma. Das ist ja wie sozusagen so ein Programm, was dann Genau. sowas auslöst. Und diese Ja. Auseinanderhaltung, das klingt wie Haarspalterei oder linguistisches, weißt du, so, Ist es aber nicht, aber ist ist es es nicht. nicht. Das ist grundlegend, weil das nicht erklärt wird. Für die Heilung ist das wirklich grundlegend, weil man sonst auch keine Ansatzpunkte hat, worauf man achten kann oder wo man eine Entzerrung reinbringen kann oder wo man einen Spalt größer werden lassen kann. Wenn das alles durcheinander wabert, dann dreht sich's im Kreis, dann kann dieses ungünstige Karussell nicht zum Stoppen kommen. Vielleicht können wir verlinken, weil das, was du gerade gesagt hast, diese Körperempfindung, aus der dann Gefühle folgen. Da haben wir ja ein Video drüber gemacht, nämlich dass Gefühle interpretierte Körperempfindungen sind. Ne? Ich habe Brennen hier oder einen Druck da und erzähle mir eine Geschichte darüber, warum ich das habe. So, das könnte dann vielleicht auch noch hilfreich sein, wenn du das findest, das Video. Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir es auf YouTube haben oder in der Membership, aber wir Ach könnten, so, okay. wenn es in der Membership ist, könnte ich das auch mal sichtbar machen. Also man Okay. kann ja vielleicht, aber das weiß ich nicht genau. Da muss ich gucken. Okay, sehen wir mal. Ja, Ja. ja, ja. Und sonst müssen wir für YouTube eins machen. Das ist total wichtig. Ja, und ich Ich finde, auch. da müssen wir auch noch öfter drüber reden. Also das ist ein Teil davon, wie wir uns kennenlernen können. Richtig, ganz genau. Also ich bin vor kurzem stark getriggert worden und habe gar nicht gemerkt, erstmal, dass es überhaupt ein Trigger war. Ich dachte, ich habe einfach nur Angst. Und Ah, einmal spannend. habe ich gemerkt, dass es tatsächlich darunter ein ganz starker alter Trigger ist und alte Sachen hochkommen. Ja? Und Genau, das. und weil das so diffizil und so subtil ist, ist alles hilfreich, was ein Präzisionstool da reinbringt. Ja. Und deswegen ist es eben keine Haarspalterei oder kein Genau. Kamm. Ja. Ja. Genau, und das ist auch so, also wenn man jetzt Romane schreibt oder Musik schreibt oder sich mit Sprache beschäftigt, da kann man entweder einmal das Stück hören oder die Geschichte hören, aber wenn ich richtig das verstehen will, was da passiert, dann brauche ich tatsächlich ein Vokabular, um das zu untersuchen. Und das ist wie das Total. Werkzeug, was Ja. jemand braucht in der Autowerkstatt, der einen Motor auseinandernimmt. Genau, einfach nur der Hammer immer reicht halt nicht. Genau, ja. Also es ist wirklich ein, Genau. also ich finde, ein spannendes Thema und extrem wichtig. Und wir haben es einfach nur an der Oberfläche gekratzt, aber wir haben zwei Begriffe. Der eine gab es schon, somatopsychisch, und das eine ist neu, somatomental. Genau, da können wir mal drüber nachschmecken, ob wir mit somatomental einverstanden sind oder ob wir doch da die Psyche reinnehmen, einfach um mehr Leute damit abholen zu können. Und Kann ich man sage vielleicht mal, noch mal nachschmecken. beides. Auf jeden Fall beides. Ich finde das Beides. beides ganz wichtig. Es ergänzt sich. Ich finde, man kann auf beide nicht verzichten. Sie Okay. ergänzen sich. Ja. Ah ja, okay. Also nicht wie diese berühmten Geschirrspüler-Tabs, um da nochmal drauf zurückkommen, three in one, Ja. sondern tatsächlich one plus one plus one, weil jeder für sich eine Verschiedene Aufgabe Aspekte. wird. Also Okay. das Somatomentale ist wirklich. Das ist dann, also ich habe was im Körper und dann verkopfe ich das total, ja, oder ich denke darüber nach, weil das ist in den Gedanken. Und das Somato-Psychische ist dann, das geht mit, jetzt fühle ich das schlecht. Also, und das ist ja, das Okay. tatsächlich sind die ja verbunden, aber in der Wirklichkeit, aber sprachlich nicht. Also wir Okay. denken weiter darüber nach, aber ich meine, man braucht beide Begriffe. Ja, kann tatsächlich gut sein.
Okay, dann ist das wieder ein typisches Werkstattvideo, also Berichte aus dem Prozess. Und so, so ist es ja auch. So ist das Leben. So ist das Leben. Wir sitzen ja nicht hier und verkünden runde Weisheiten, die wir dann wie Hühnerkörner auf den Hof werfen, sondern Nein. es formt sich ja, es ist ein Prozess. Also in diesem Ja. Sinne, um mal wieder zur Literatur zu kommen, es hat diese Werksausgaben gegeben, die waren immer besonders teuer. Da ist dann nämlich nicht nur das, was der Autor am Ende in den Buchhandlungen zu stehen hatte, sondern die Werksausgabe beinhaltete die Notizen, die er sich während des Schreibens gemacht hat und die Ideen, die er genommen hat und dann doch wieder verworfen hat. Also ein ziemliches Krickelkrackel sind diese Werksausgaben. Aber eben besonders wertvoll und besonders teuer, weil da der ganze komplexe Inhalt drin ist und nicht nur das, was dann die Öffentlichkeit sieht. Na, und so ein bisschen machen wir das hier auch gerade. Ja, und weißt du, ich finde es auch immer wieder wichtig zu sagen, wir sind ja beide im Prozess. Also Absolut. wir sind lebendig und also ich habe vor 20 Jahren andere Sachen erzählt als jetzt. Und Na ja, Gott sei Dank. ja, und ich werde, und manche Sachen bleiben länger bei einem und manche ändern sich schneller. Und ich finde es super wichtig, dass man nicht die Idee kriegt, dass wir denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, ne, also wir sagen was mit der Inbrunst der Überzeugung, aber das heißt nicht, dass wir nicht unsere Meinung ändern und wir heilen ja auch weiter. Hoffentlich. Hat man die Weisheit eigentlich deshalb mit Löffeln gefressen, weil auf einen Löffel besonders viel drauf passt? Ich Ja. habe keine Ahnung, das dürfen wir mal jetzt mal nachprüfen. Okay. Also ich habe gedacht, das ist was, was wo man, was auch tatsächlich kann man ja Weisheit eben nicht essen, sondern man saugt sie langsam so auf und ne? Würden die Japaner sie dann mit Stäbchen essen? Du hast die Weisheit mit Stäbchen gegessen. Ja, da man sie nicht essen kann, glaube ich, dass das der Ausdruck alleine schon klar macht, dass jemand Ja, schon, aber trotzdem Löffel, ne? Ich meine, auf einen Löffel passt eindeutig mehr drauf als zwischen zwei Stäbchen. Ja. Also von daher sind die Löffelfresser besonders weisheitsgesättigt, vermeintlich. Na Ne? gut, ich weiß es nicht. Ich auch Ich nicht. glaube, ich mache jetzt Schluss. Tschüss.